Tja, da hast du mich aber wirklich kalt erwischt. Schön, dass du da bist, Sam. Hm. Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken, aber ich bin nun mal, was ich bin. Ah, bitte, leg sie dort ab. Immer noch keine Spur. Hm. Weißt du, dass dein Herz stehen bleibt? Das tut es alle 21 Minuten. Ich verbringe 3 Minuten am Strand und komme zurück. 60 Tode und 60 Wiederbelebungen pro Tag. 60 Chancen am Strand, meine verstorbene Familie zu suchen. So lebe ich. Das ist mein Leben. Und während du beeindruckend oft zur Fuge und wieder zurückgereist bist, war ich etwas öfter am Strand. 218.549 Mal. Ich sehe mich selbst in diesem Krater. Meine Frau und mein Kind. Er hat die gleiche Form wie mein Herz. Die Ärzte nannten es myokardiale Kordiformie. Ich bin ein äußerst ungewöhnlicher Fall. Ich habe Bilder. Willst du Hartmans herzförmiges Herz sehen? Mm-mm. Wirklich, das solltest du. Es liegt nicht in der Familie. Weißt du, ich habe ihren Verlust nie verkraftet. In den Tagen danach ergriff eine Idee von mir Besitz. Dass der Strand real ist und dass sie dort sind. Ich sorgte für einen Herzstillstand. Immer 3 Minuten lang. Und suchte sie. Tag für Tag für Tag. Nur um dich zu verabschieden? Im Gegenteil. Es heißt, jedermanns Strand sei anders. Und wenn nun auch jedermanns Jenseits anders ist? Der Gedanke jagt mir Angst ein, für alle Ewigkeit allein zu sein. Deshalb habe ich beschlossen, meine Familie zu finden. Und den Weg mit ihnen zusammen weiterzugehen. Du meinst mit ihnen sterben? Hm. Wenn uns der Tod wieder vereint, dann ja. Aber die wiederholten Herzstillstände waren schwer für mein Herz. Der Muskel hat sich verformt. Und nach einer Weile hatte ich dann meinen Spitznamen weg. Der Strandforscher. Hartmann. Ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben. Oh. Ein Körper, der nicht nekrotisiert. Kein Anzeichen von Verwesung. Es ist, als sei sie noch lebendig. Die perfekte Mumie. Eine makellose Leiche. Was ist los? Wo ist das andere Ding, das du mitbringen solltest? Ah, gefunden. Sieh mal. Warte, Deadman. Sieht aus wie eine Nabelschnur. Sieht mir menschlich aus, glaube ich. Aber das war keine gewöhnliche Verbindung zwischen Fötus und Plazenta. Sie wirkt eher wie eine GD-Nabelschnur.
Und die stammt von Mama? Ja. Ein nicht nekrotisierender Körper und eine mit dem Strand verbundene Nabelschnur. Das sind bemerkenswerte Entdeckungen, Sam. Das bringt mein wundes Herz zum Rasen. 5 Minuten bis zum Herzstillstand. Tut mir leid, dass unsere Unterhaltung gleich enden muss. Ich muss zurück an den Strand, meine Frau und mein Kind suchen. Eine Person, ein Strand. Das ist die Regel. Aber ich bin die Ausnahme. Mein Strand ist mit anderen verbunden. Als wäre das der Vorteil eines koronaren Bypasses. Vielleicht wurde es ja durch mein seltsames Herz möglich. Alles, was ich weiß, ist, dass ich sie finden werde. Selbst wenn jeder Besuch neue Fragen aufwirft, finde ich eines Tages meine Antworten. Eines Tages. 3 Minuten bis zum Herzstillstand. Die Schlachtfelder. Die endlosen Kriege, in denen du gefangen warst. Warum geistern Weltkriegssoldaten ein Jahrhundert nach ihrem Tod über den Strand? Eigentlich ziehen die Seelen der Toten weiter. Der Strand ist nur ein Korridor, den sie auf ihrem Weg zur anderen Seite passieren. Aber wenn Reue, Verbitterung, ein brennender Wunsch danach zu bleiben, wenn diese Gefühle stark genug sind, können sie zusammen einen ganz anderen Strand hervorbringen. Ein gemeinsames Fegefeuer für eine Armee der Verdammten. Clifford Unger. Sein Leid und sein Hass haben, zusammen mit deinem als eine Art Katalysator dienenden BB, diese Schlachtfelder in unsere Welt gebracht. 2 Minuten bis zum Herzstillstand. Bitte an einen sicheren Ort begeben. Es ist nur eine Theorie. Glaubst du, Hex zieht im Hintergrund die Fäden? Kontrolliert sie alle? Nehmen Sie eine stabile Position ein. Ich weiß es nicht. Aber die Hinweise sprechen dafür, dass Hex sie hergebracht hat. Noch 1 Minute. Bitte halten Sie sich an etwas fest. Oh, bevor ich's vergesse, ich habe eine Bitte an dich. Laborsicherheitsmaßnahmen aktiviert. Könntest du bitte einfach warten, bis ich wieder da bin? Am Strand steht die Zeit still, aber nicht in der Fuge. Keine Sorge. Für dich fühlt sich das nur wie 3 Minuten an. Wir reden gleich weiter. 5, 4, 3, 2, 1.